Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 1, Oststraße. Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Wir sind immer noch in der Open Beta unterwegs, spielen einfach ein bisschen Notruf, mit der Hoffnung, dass wir irgendwann den neuen Dachstuhlbrand mal reinbekommen. Bis jetzt, sieht schlecht aus, aber egal, vielleicht kriegen wir ihn irgendwann rein. Ich weiß, ich könnte da auch tricksen, aber wir spielen einfach ganz normal Notruf und hoffen, dass der irgendwann mal reinkommt. Jetzt haben wir wieder einen wunderbaren Kleinflächenbrand reinbekommen. Die Kleinflächenbrände fand ich eigentlich immer ganz cool und da ich ja in der letzten Folge mich habe ziemlich viel fahren lassen, fahre ich jetzt in der Folge mal wieder selber. Und bin gerade mal ruhig für den Funk. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Kleinflächenbrand hinter einer Lagerhalle auf einem Industriegelände. Mitarbeiter sind bereits aus dem Gebäude evakuiert. Kommen. Verstanden. Ende. Ich weiß, ihr interessiert euch wieder nicht, dass hier ein Fahrzeug mit Blaulicht angefahren kommt. Würde ich es ausmachen, würde es euch interessieren. Oh Mann, KI. Naja. Kleinflächenbrand hinter einer Lagerhalle. Ich bin gerade überlegen, ob ich den kenne. Wie, die machen Platz mit Blaulicht an. Ja, krass, es funktioniert ja mal. Nett von euch. Sehr freundlich, sehr freundlich. Ja, manchmal funktioniert's. Meistens aber nicht. Naja. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich den Einsatz wirklich nicht kenne. So, bis jetzt sehe ich noch nichts. Hier wäre der Einsatz Kleinflächenbrand Bushaltestelle. Da ist er aber schon mal nicht. Okay, es ist hier hinten, aber auch im Eck. Okay. Da winkt schon jemand, oder? So, den haben wir jetzt erstmal taub gemacht. Okay, fahren wir gerade durch. Und dann gucken wir mal hier hinten. Ich glaube, den... Wobei, doch, den kennen wir. Den kennen wir, den hatten wir schon mal. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. Brand befindet sich hinter dem Gebäude und wird durch Container verdeckt. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Ich würde hier, weil so brennende Gummireifen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die gut löschen kann, würde ich total gerne bisschen was nachalarmieren, ehrlich gesagt. Und zwar das hier. Das LF24. Einfach sicherheitshalber. So, ich mache alles Mögliche an, was blinken tut. Brauchen wir halt hier überhaupt nicht. Aber ist egal. Ist egal. Sieht cool aus. So, absitzen. Ortsbegehung. Ran an den Speck. Ran an die Arbeit. Ich würde hier total gerne mit dem Löschmonitor auf jeden Fall an die Arbeit gehen. Und das LF kann ja dann mit dem Schlauch anfangen zu löschen. Ich glaube, mit normalen C-Leitungen kommen wir hier nicht weit. Okay. Sie kann die Hitze spüren, hat sie gesagt, die Kollegin. Ist, glaube ich, so ein kleiner Hinweis drauf, dass man den Löschmonitor benutzen soll. So. Haben wir gleich alles auf. Während die Kollegin hier gerade die Ortsbegehung macht und durch die Gegend rennt, kümmere ich mich ums Fahrzeug. So, kommt aber pünktlich, um die restlichen Sachen noch aufzumachen. Gut, dann können wir jetzt hier Brandbekämpfung, Löschwassereingang.
erstmal herstellen. So, die hat sich schon mal das Standrohr geklaut. Dann kann ich mir den Schlüssel dafür nehmen. Ja, jetzt musst du kurz warten. Jetzt musst du kurz warten. Bin aber gleich soweit. Zack. Das passt. Verbinden. Ist verbunden. Machst du den Rest oder muss ich dir noch was helfen? B-Schlauch her, aber ein bisschen plötzlich. Alles klar, Brandbekämpfung, Löchmonitor. Darf ich? Nee, das macht sie bestimmt. Okay, sie hat jetzt den Schlauch hier einfach abgelegt, statt es fertig zu machen. Ah, na komm. Naja, dann mache ich das halt weiter. Dann kann sie schon mal anfangen zu löschen. Wir haben ja noch ein bisschen Wasser im Tank normalerweise. Ich höre die Kollegen. Die Kollegen sind gleich da. Falls sie den Eingang finden. Jawohl, da hinten kommen sie angerollt. So, dann würde ich sagen, mache ich erstmal die Pumpe an, bevor ich jetzt gaffen gehe. Feuer frei, Kollegin. Feuer frei. Da kommen sie angefahren. Schön langsam. Ja, die ist ja schon fast fertig. Was ist denn da los? Ups. Kamerasteuerung wieder. Oh, das ist ein schönes Bild. Da ist ein schönes Bild. Lächeln. Lächeln. Okay. Ah, finde ich eigentlich auch ganz cool, die Perspektive. Wie habt ihr denn geparkt? Was habt ihr denn vor? Ach komm, setzt ab. Dies Nachalarmieren ist irgendwie auch in den meisten Einsätzen komplett sinnlos, aber ist auch egal. Ich find's aber cool, dass die Kollegen angefangen kommen, aber man hat eigentlich nicht wirklich Nutzen dadurch. Nicht, Kollegin. Brandbekämpfung. Löschangriff. Schnellangriffsvorrichtung könnt ihr eigentlich nehmen, beziehungsweise Löschwassereingang und dann Schnellangriff. Einfach. Ups. So. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim kommen. Weitere Lagemeldung. Recht großes Lager alter Reifen hat Feuer gefangen. PA zur Brandbekämpfung vor. Kommen. Es ist verstanden. Ende. So, ich denke mal, das passt dann ganz gut. Hallo Sie? Hat keiner mit Ihnen gesprochen? Ah, okay, er ist der Chef. Er hat angerufen. Oh, Alfred hat noch versucht, es zu löschen und hat sich dabei schwer verbrannt. Er sitzt da hinten bei der Treppe. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das Feuer darf auf keinen Fall auf das Gebäude ausbreiten. Ich gucke jetzt erst nach ihrem Mitarbeiter und rufe für ihn einen Rettungswagen. Das hätte er ja auch gleich mal beim Anruf sagen können, dass ein Kollege verletzt ist. Passen Sie bitte auf, dass Ihre Mitarbeiter in Sicherheit bleiben, damit sich niemand weiteres verletzt. Gut, dann müssen wir hier auch noch den Rettungswagen nachfordern. Ich habe gedacht, die Kollegin hat schon die Ortsbegehung gemacht und hat sich um alles gekümmert. Aber Pustekuchen. Pustekuchen. Rettungswagen ist nachalarmiert. Hallo. Sie müssen mir helfen, bitte. Was ist denn los? Sie ist gar nicht verletzt aus. Glaube ich dir nicht.
kann ihn kaum noch bewegen, aber zappelt die ganze Zeit rum. Der rechte Arm hat er sich verbrannt, den Arm. Schwer verbrannt, dass er ihn kaum noch bewegen kann und zappelt die ganze Zeit rum. Der Rettungswagen ist unterwegs, wird sich gleich um ihn kümmern. Schauspieler. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange braucht der Rettungswagen, bis er da ist. Feuer ist auf jeden Fall gelöscht. Wir können hier gerade nochmal nach Glutnestern suchen. Das kann das LF gerade mal übernehmen. Brandbekämpfung, Glutnester suchen. Sollen die gerade mal gucken? Und ich kann ja eigentlich auch noch danach gucken. So, dann gucken wir beide. Wenn jedes Fahrzeug schon so eine Wärmebildkamera dabei hat, dann können auch beide gucken. Ich sehe aber nix mehr. Ich sehe nichts mehr. Der Container sieht ein bisschen verkohlt und verbeult aus. Kann sein, weil sich das Metall einfach verzogen hat, wahrscheinlich durch die Hitze. Sehe ich sonst nichts mehr. Das ist gerade auch buggy, wahrscheinlich, weil ich auch die Wärmebildkamera genommen habe und der Kollege es ja eigentlich machen sollte. Jetzt steht er da blöd rum und macht nichts. Ich habe es wieder kaputt gemacht, weil ich zwei gleiche Sachen machen wollte. Mann. Zwei Jahre auf dem Markt. Den Einsatz gab es doch schon vor der Open Beta. Ich wechsle mal die Rolle, vielleicht macht die KI jetzt was. Wahrscheinlich wird er auch nur die Werbekamera nehmen und dann stehen bleiben. Ja. Ich glaube, das mit der Wärmebildkamera lassen wir jetzt einfach. Solange es funktioniert, okay, der Rettungswagen müsste ankommen gerade. Ich höre auf jeden Fall was. Da kommt er. Da kommt er. So. Gut, dann sollen die sich mal um die Person kümmern. So. Darf ich jetzt den Schlauch wegräumen? Aufheben. Ich weiß nicht, ob die sich automatisch jetzt zum Rettungswagen um die Person kümmern. Vielleicht ja, vielleicht nein. Muss man gleich nochmal gucken. Kann sein, dass wir nochmal mit der Person reden müssen. Dass sie selber nicht auf die Idee kommt, mal zu denen hinzulaufen. Okay, es rennt aber ein Sunny hin. Alles klar. Er weiß direkt Bescheid. Gut. Gut, ich glaube, die sind schon fertig. Genau, dann können die schon mal abrücken. Brauchen wir nicht mehr hier. Der vom Rettungswagen kümmert sich gerade um die Person mit dem rechten Arm, der nicht mehr bewegt werden kann. Ah, da sind sie. Ich bin schon gewundert. Selbst beim Rennen bewegt er den Arm. Naja. Was soll ich machen? Okay, wir sind hier also so gut wie fertig. Schließen wir gerade mal. Ich würde sagen, die Rückfahrt überspringen wir. Brauchen wir nicht nochmal. Weil es eine weite Fahrt wahrscheinlich, dann pausiere ich nämlich einfach die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich an der Wache wieder. Weil der Rettungswagen muss ja auch noch zum Krankenhaus fahren und das wird alles ein bisschen lange dauern. Deswegen würde ich dann gleich, sobald der Rettungswagen auch losfährt, pausieren und dann sehen wir uns an der Wache wieder im Video. Leitstelle Mülheim, 1 CLF 4001, kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer endlich aus. Wir rücken ein. Kommen.
Feuer endlich aus. Feuer endlich aus. Ende. So, wir machen gleich mal Platz für den Rettungswagen. Da kommt der gleich angefahren. Wird wahrscheinlich hier lang wollen. Und fährt nicht an mir vorbei. Nicole, du hast Blaulicht an. Du hast Vorrang. Komm, fahr. So, so geht das. Genau. Und warum haben wir hier einen Stau? Was ist hier los? Jetzt machen alle Fahrzeuge wieder Platz. Leute, ich habe kein Blaulicht an. Jetzt fahren sie wieder auf die Straße. Jetzt wieder nicht. Jetzt fahren sie wieder auf die Straße. Jetzt wieder fahren sie zur Seite. Ich könnte so kotzen manchmal. Egal. Wie gesagt, wir sehen uns gleich an der Wache wieder. Bis gleich. So, weiter geht es. Ich musste leider eben gerade den Spielstand neu laden, weil wir hatten noch in der letzten Folge den Wohnungsbrand gehabt. Und irgendwie wurde nach dem Wohnungsbrand die eine Straße nicht mehr freigegeben. Das heißt, es hat sich die KI ziemlich heftig zurückgestaut. Und das hatte zur Folge, dass die KI-Feuerwehrfahrzeuge oder die von der KI gesteuerten Feuerwehrfahrzeuge nicht mehr zurückgefahren sind, weil sie alle im Stau gestanden haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, bevor ich jetzt jedes einzelne Fahrzeug nach Hause fahre oder um den Stau rumfahre, starte ich den Spielstand einfach neu. Deswegen haben wir jetzt schon erst wieder 16.08 Uhr. Wir waren eigentlich schon kurz vor 5 oder so im Spiel. Es geht langsam Richtung Abend. Das wäre dann das erste Mal, dass ich nach 2 Jahren Notruf eine Nacht sehe in dem Spiel. Und ja, jetzt sind wir natürlich wieder bei 16 Uhr. Irgendwas 16.08 Uhr haben wir aktuell im Spiel und wir waren schon fast bei 17 Uhr, aber gut. Naja, es war jetzt die einfachere Variante. Einfach ins Hauptmenü zurückgehen, nochmal neu laden, bevor ich jetzt alle Fahrzeuge um den komplett langen, großen Stau da irgendwie lotsen muss. Habe ich wieder einen Bug gefunden. So, na gut. Ich würde sagen, ich setze mich gerade mal auf den Stuhl. Und mal gucken, was jetzt als Einsatz reinkommt. Um 16.11 Uhr. Bitte Dachschulbrand, bitte Dachschulbrand. Ja. Achtung! Hilfeleistung, Einsatz für KEF 1, Obertalstraße. KEF 1. Dann fahren wir mal wieder raus mit dem KEF 1. Wir hatten lang keine Ölspur mehr. Wäre auch mal wieder cool. Vielleicht ist es ja eine, aber ich glaube Ölspur, ich weiß nicht, Ölspur, wird es nicht mit Ölspur alarmiert im Spiel? Ich bin mir nicht mehr sicher. Zu lange nicht mehr gehabt. Startklar? Startklar. Mach deine Tür zu. Danke. Wir haben es eilig. Wo muss ich lang? Ich glaube rechts lang. Leitstelle Mülheim von 1KIF1 kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Anrufer meldet Baum auf Fußgängerweg. Wir werden vor Ort eingewiesen. Kommen. Ein Baum auf dem Fußgängerweg. Was machst du? Boah, hat der mir gerade ein bisschen Angst eingejagt, weil er so einen Schlenker gemacht hatte. Wollte gerade sagen, irgendwie ist Navi gerade was weg. Auf einmal. Entweder bin ich falsch gefahren, deswegen wurde es neu berechnet, oder es war nur gerade wieder ein kleines Spielfehlerchen. Ja, nach KI brauchen wir hier eigentlich kaum gucken, wisst ihr ja. Eigentlich kann man sich ja fast sparen. So. Ein Baumsägeeinsatz. Ah, hier an der Position, okay.
Ich glaube, den hatte ich auch schon mal, aber als ich den damals spielen wollte, war der, glaube ich, verbuggt und ich habe abgebrochen oder so. Irgendwas war da. Ja, irgendwas, an irgend sowas kann ich mich erinnern. So, aber ich stehe jetzt natürlich wieder falsch herum mit dem Fahrzeug da, sonst hätte ich das Warnschild oben mal hochgeklappt, aber so bringt mir das überhaupt nichts, deswegen lassen wir es einfach mal so, bleiben mal so geparkt. Warnmatrix klappe ich jetzt nicht hoch. Warnblinker ist an. Somit können wir eigentlich anfangen, eins organisieren, absetzen, Ortsbegehung. Okay. Nee, ich soll hinten die Tür aufmachen. Warum soll ich die Tür jetzt wieder zumachen? Warum? Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf. Jetzt wieder auf. Okay. Ich gehe Feierabend machen. Das ist. Deswegen werden wir hergerufen mit Blaulicht. Und allem drum dran. Das ist doch. Das ist doch gar nichts. Selbst wenn er es nicht schafft, mein Gott. Mein Gott. Kann er zur Seite schleifen, warten, bis andere Leute kommen. Irgendjemand wird schon wegräumen. Oder der Stadt Bescheid gesagt und die kommt dann irgendwo vorbei und räumt das Ding weg. Da ist doch jetzt wirklich nichts Bedrohliches. Oh Mann. Oh Mann. Naja. Das Kev braucht ja auch was zu tun. Leitstelle Mülheim von 1KEF1 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. Ast auf Fußgängerweg, keine weiteren Schäden zu erkennen. Räumungsmaßnahmen mittels Kettensäge werden eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Ich helfe Ihnen jetzt nicht mit dem Wegräumen erstmal. Ich warte, bis das Spiel mir das sagt, sonst nimmt der Kollege wieder alles Thema in die Hand. So, lassen wir ihn gerade arbeiten. Wir gucken einfach nur zu, spannen einfach ein bisschen. Weil wenn ich mich da jetzt einmisch, dann bringe ich da wieder alles durcheinander. Schön, wenn der Kollege alles macht. Schön, wenn der Kollege alles macht. Ich werde mir schon mal, glaube ich, das Kerblech holen, bevor ich jetzt gar nichts mache. Gucken, ob ich das Spiel damit wieder zu doll ärger. Was will ich auch machen? Ich kann ja hier schon mal ein bisschen was wegmachen, wenn der die ganze Zeit die Sachen da hin und her schleppt. So. Kann es sein, dass ich den Kollegen jetzt schon kaputt gemacht habe durch meine Aktion? Weil er schon wieder mit dem Baum da rumsteht. Wenn das wirklich so ist, dann ja. Brauche ich heute wieder eine Notrufpause. Dann habe ich 2-3 Folgen aufgenommen am Stück, dann ist es wieder so weit, dass ich eine Pause brauche von dem Spiel. Ist auch schon eins, das ist lange dabei. Der ist schon lange dabei. Das hat auch wenig mit der Open Beta zu tun. Bring das jetzt erstmal zurück. Was bringt es mir, wenn ich das Fass jetzt nehme und bring es zurück? Dann muss ich alles wieder 10-mal in die Hand nehmen. Und? Wie lange hältst du noch durch? Ich meine, so ein Ast wiegt ja auch ein bisschen was. So. Dann schleppe ich das mal runter und mal gucken, ob du dann immer noch so dastehst.
Ja, wegen ihrem Einsatz ist mein Kollege kaputt da oben. So. Oh Mann. Legen wir gerade mal ab und ich switche mal zum anderen Kollegen. Ja, okay, hat einfach nichts mehr zu tun. Hebe Aststück auf, lege Aststück ab. 2 Jahre altes Spiel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ah, komm, jetzt leck mich doch am Arsch. Also wirklich. Findest du jetzt die Position, mit der das Spiel zufrieden ist? Man kann so Aufgaben einfach nicht übernehmen, weil du weißt nie genau, auf welchen Millimeter genau will das Spiel das Teil liegen haben. So, zusammenpacken und dann weg hier. Das ist auch so eine Sache. Da müsste man eigentlich auch so einen Schalter oder eine Taste einfügen, wo man sagen kann, Motorsäge an, Motorsäge aus. Das ist halt, den ich die beim Aufnehmen immer automatisch anzumachen. Ich schneide gerade Holz übrigens. Ich habe gerade mal angedrückt. Da sind Sägespäne geflogen. Ich komme nicht da dran. Muss ich die irgendwie von der Seite da reinräumen? Aber kann ja auch nicht sein. Ich lasse es die KI machen. Ich komme da nicht dran. Wurde jedenfalls gerade nicht angezeigt, dass ich das ablegen kann. So, dann machen wir mal zu. Und dann rücken wir ab. Ich würde sagen, die Heimfahrt... Jetzt klappt er das Schild auf. Oder sie. Leitstelle Mülheim von ja. 1KEF1. Bau doch einen Unfall. Ich fahre gerade nicht, ich bin Beifahrer. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich an der Wache wieder. Bis gleich. Abschließende Lagemeldung. Bereich geräumt, Rücken wieder ein, kommen. Verstanden, Ende. So, da sind wir wieder zurück auf der Wache und ich höre gerade aber, dass die Kollegen vergessen haben, beim Kev den Motor auszumachen. Die sind gerade zurückgekommen. Beziehungsweise ich habe das Fahrzeug schnell nach Hause gebracht und hab's noch schnell eingepackt und aussteigen lassen und so weiter, habe ich die Kollegen. Aber jetzt brummt da der Motor noch weiter, deswegen machen wir den gerade mal aus. Der muss ja hier in der Halle nicht laufen. Irgendwie ist das bei der KI gerade untergegangen. Haben wir wieder einen Bug gefunden. Ungewollter Bughunter. Naja, was will man machen? So, ich würde sagen, wir machen noch einen Einsatz. Deswegen renne ich jetzt gerade wieder hoch auf Stühlchen und dann gucken wir mal, was reinkommt. Mal gucken, was jetzt noch als Einsatz reinkommt. So, ich kann mich auch mal hier auf ein Stühlchen setzen, wenn das funktioniert. Der funktioniert. Nicht alle lustigerweise. Um 16.30 Uhr, 16.32 Uhr sogar. Es geht Richtung Abend, es geht Richtung Abend. So. Wohnungsbrand. Im Winkel. Achtung, Brandschutz, Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW1, LF24, TLF1, DLK1, RTW1. Im Winkel. Jo, ich bin gerade als Maschinist quasi von der DLK wieder unterwegs gewesen und deswegen, wir fahren die DLK zum Einsatzort, dann überlasse ich die ganze DLK und alles Mögliche wieder der KI. Weil wenn ich da mitmische, dann bricht hier wieder Chaos aus. Deswegen machen wir es einfach so. So, Motor läuft. Blaulicht können wir schon mal anmachen. Und wir fahren schon mal 2 Meter weiter vor. So, warten wir mal auf die lieben Kollegen. So, Einsatzleiter fährt vor. Okay, wir fahren dann links lang. Das ist auch sowas. Die Kamera backt jedes Mal wegen diesem Korb dann irgendwie rum, wenn man sich vor die DLK begibt. Leitstelle Mülheim, kommen. So, gut. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen.
Wir fahren mal wieder dem LF hinterher. Anrufer bestätigt Rauchsäule. Wir werden vor Ort eingewiesen. Kommen. Wir fahren mal in der Außenansicht mit der DLK. Verstanden. Ende. Wir sehen schon die Rauchsäule. Keine weitere Einsatzfahrt. Gut, sind wir auch schnell wieder zurück. So. Halt, stopp. Feuerwehr mit Blaulicht ist dem Sprinterfahrer aber komplett egal. Oder was auch immer. Ja. Okay, den Wohnungsbrand hier hatten wir aber, glaube ich, auch schon öfters. Leitstelle Mülheim von 1ELW1. Kommen. Genau, der ELW steht hier hinten. Lassen wir gerade mal absitzen. Ortsbegehung. Hier machen wir absitzen. TLF fährt hinter. Wohnungsbrand bestätigt. Starke Rauchentwicklung. Hier könnten wir umparken mit der DLK. Hinters Haus. Das ist verstanden. Würde ich sagen, machen wir auch. Parken wir einfach gerade mal um. Falls der Rettungswagen mir Platz macht. Genau, der fährt zur Seite. Wow. Der Einsatzleiter will wohl sterben. So, jetzt kriege ich hier... Okay, er steigt automatisch aus. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriege ich hier als Spieler nicht gesagt, ob ich selber aussteigen muss oder der KI-Kollege das macht. Aber der KI-Kollege steigt aus. Lässt sogar die Tür offen. Sieht cool aus. Jetzt macht er die Tür zu und dann tut er bestimmt die nächste Stange umlegen. Das kann doch nicht sein. Was ist das immer für eine komische Reihenfolge und komische Sache, die die KI macht. Ich fahre jetzt ohne den Kollegen vor. So. Ab jetzt überlasse ich das Feld den Kollegen. Ich gehe in die Einsatzleiterrolle und kümmere mich darum, weil ich ja eh den ganzen Einsatz managen muss. Also können wir es einfach so machen. Was ich halt auch mal so ein bisschen hinderlich finde, ist aber, wenn man als Einsatzleiter die Befragung macht oder allgemein die Befragung, man muss sich diese ganzen Texte jedes Mal komplett reinziehen, bis man wieder was machen kann. Ich würde gern schon, während sie redet, nebenbei was machen. Oder weglaufen. Oder. Weil ich kann jetzt nicht mal in den taktischen Modus gehen. Ich würde jetzt schon mal über den taktischen Modus gerne hier ein bisschen was machen. So, jetzt rennt sie weg, jetzt kann ich was machen. Warum ist sie immer noch markiert? Sprich mit der Frau, sie hat... Okay, ist es weg. Gut. Brandbekämpfung. Löschwassereingang. Löschangriff. Schnellangriffsvorrichtung. Nehmen wir einfach mal das heute. Warum nicht? Verteiler aufbauen, ja. Ist eigentlich komplett Schnurz, was man hier macht. Ob man jetzt einen Schnellangriff nimmt oder nicht. Löschangriff geht nicht, weil ihr müsst erstmal absitzen. Leitstelle Mülheim von 1ELW1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Zweite Lagemeldung. Erstes Rohr unter PA in den Innenangriff. Löschangriff wird eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Okay, hier wird fleißig rumgewerkelt. Genau, Löschwassereingang wird hergestellt. Ja, sollen wir im Schnellangriff jetzt löschen? Passt schon. So, wir gucken hier hinten mal. TLF macht nichts. Ich lasse es aber auch gerade mal so, weil eigentlich würde ich voll gerne mit der DLK über den Balkon irgendwie löschen, aber das funktioniert ja normalerweise nicht. Löschangriff mit Drehleiter würde ich total gerne mal draufklicken. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Nee, geht nicht.
Geht hier in dem Fall auch nicht. Okay, dann ist die DLK quasi wieder für den Popo. Und brauchen wir überhaupt nicht. Oder kann ich einfach auf Beobachten klicken und dann funktioniert das? Oder weil keine Beobachtungsposition verfügbar. Wenn ich aber jetzt auf Beobachten klicke, dann ist hier eigentlich eine Beobachtungsposition verfügbar. Okay, ich kann die DLK nicht auswählen beim Löschwasserabgang. Ich gehe mal gerade hoch, gucken, was hier so vor sich geht. Bin ich vorbeigelaufen oder ist das wirklich so weit oben? Ist das so weit oben? Nee, ist es nicht. Ich bin zu weit hochgelaufen, aber da haben wir den nächsten Bug gefunden. Hier oben ist einfach alles durchsichtig. Sehr schön. Oh Mann. Ich finde unbewusst irgendwie alle möglichen Bugs. Hier ist die Wohnung, die brennt. Ja, sieht aber soweit gut aus. Er beobachtet Brandbekämpfung, keine Beobachtungsposition verfügbar. Alles klar. Ja gut, dann packt zusammen mit der DLK und macht euch wieder ab. Brauche ich euch auch nicht. Ja, die Kollegen kommen schon rein. Ich will jetzt nicht so in den Rauch reinlaufen. Hier kann man auch durchgucken. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich bin jetzt selber mal der Schaulustige. Ich sehe aber keine Flammen mehr. Also auf der Seite nicht mehr. Wie es auf der anderen Seite aussieht, keine Ahnung. Aber die Besatzung vom TLF sollte ja gleich auch noch reinrennen. Weil DLK anschließen können sie ja eh nicht. Packt zusammen. Euch brauche ich nicht. DLK aufbauen, sich damit beschäftigen, ist irgendwie komplett sinnlos. Bei den Einsätzen. Ja, beim Dachstuhlbrand, ja. Da funktioniert es dann auch mit dem Löschen und so weiter angeblich. Aber diesen ganz normalen Wohnungsbränden, okay, da hinten sehen wir noch Flammen. Beim Fenster hier ganz rechts, wo ich gerade drauf schaue. Aber bei allen anderen Wohnungsbränden oder so ist DLK einfach komplett sinnlos. Na gut, ich glaube, der Kollege vom TLF ist jetzt aber auch reingerannt. Genau, er bedient die Pumpe. Hier geht ein Schlauch entlang, also sind die jetzt zu zweit da oben drin. Finde ich gut. Dann geht es da oben wahrscheinlich auch vorwärts. Gerade nochmal von hier schauen. Okay. Wahrscheinlich wirklich nur dieser eine Raum. Ich habe das Gefühl, die DLK ist schon wieder kaputt. Die sollen zusammenpacken, der Kollege steht hier oben drauf und kommt nicht runter. Ich klicke mal auf Absitzen. Okay, dann steigt er aus. Und der andere Kollege auch. Er steigt aus, steigt wieder ein. Der Korb bedient sich schon, bevor er da sitzt. Merkwürdig, merkwürdig. Egal. So, können wir auch hier hinten gerade mal langlaufen. Dann habe ich vielleicht ein bisschen besseren Blick da hinten rein. Klar, ich könnte auch die DLK dafür nehmen, aber gut, brauche ich nicht. Ich fahre ja auch nicht als Einsatzleiter da hoch mit der DLK, also. Naja. Okay, sie packen aber anscheinend zusammen. Ja, die Stützen werden eingefahren, die Tore werden zugemacht. Die Gerätefächer eher gesagt.
Und da oben, die Kollegen sind immer noch am Löchen. Ich schleiche mich, glaube ich, gerade mal hoch und guck mal oben rein wieder. Hört sich irgendwie noch an, als wenn die noch fleißig am Feuer ablöchen, aber eigentlich so lange brauchen die dafür? Ich weiß ja nicht. So, ich mache mich mal klein, damit ich nicht so im dunklen Rauch bin. Okay. Sieht aber eigentlich schon recht gut belüftet aus an den meisten Orten. Okay, aber die kommen, die machen das gut. Die machen das gut. Die machen das gut. Der Rest ist, glaube ich, schon abgelöscht hier. Fensterscheiben sind eh immer schon alle kaputt, bis man ankommt. Da braucht man auch keine Fenster aufmachen. Ist auch so eine Sache. Man kann ja die Fenster öffnen, damit der Rauch abzieht. Aber jedes Mal, wenn man schon eigentlich ankommt, dann sind die Fenster schon alle kaputt durch die Hitze. So, ja, okay. Dann kann ich auch wieder runtergehen. Da sehen wir nochmal die Lücke ganz schön. Oben von den Türen wollen wir gar nicht reden. Ja, können wir eigentlich auch gerade mal ein Foto hier machen. Warum nicht? ELW haben wir selten auf Foto. Ich mache mir jetzt mal gemütlich. Habe gerade eh nichts zu tun. So. Was haben wir hier noch Schönes? Hausnummerbeleuchtung. Wir haben die Heckabsicherung. Ja. Ist an. Die Matrix. Feuerwehreinsatz. Einsatzleitung. Gasse bilden. Löschzug folgt. Messfahrt. Bitte Abstand halten. Stopp. Feuerwehreinsatz. Löschzug folgt ist eigentlich auch ganz cool. Ja, das heißt, wenn der ELW jetzt vorfährt. Okay, ich kann hier aber gerade irgendwie nichts machen. Jetzt. Und der vorfährt, kämpft sich so eine Gasse frei. Und wenn dann angezeigt wird, da oben Löschzug folgt, dann sehen es vielleicht die Autofahrer und fahren auch ein bisschen mehr zur Seite. Kann schon ganz cool sein. Kann schon praktisch sein auf irgendeine Art und Weise. So. Gasse bilden. Genauso wie das da. Wäre ja quasi dasselbe. Gasse bilden. Ja, wenn wir da durchfahren und die Autos sehen das mit Gasse bilden, dann machen sie vielleicht eine Gasse, dass da größeren Fahrzeuge durchkommen. Die Einsatzleitung. Okay, blinkt nicht auf. Ist jetzt ein Lauftext. Ja. Was haben wir noch Schönes? Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung im Rückraum. Lichtfarbe wechseln. Ja, ansonsten. Viel mehr können wir hier leider nicht drinnen machen. Außer rumsitzen und gucken, warten, dass die Zeit vergeht. So, gucken wir hier gerade mal, ob wir noch nicht, immer noch nicht alle immer noch nicht alle Feuer gelöscht. Wie gibt es denn das? Jetzt. Von 1 ELW 1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Weitere Lagemeldung. Bereits unter Kontrolle. Einsatzstelle wird weiter erkundet. Kommen. Es ist verstanden. Ende. Ja, ich laufe einfach verwirrt hier durch die Gegend, warte, dass hier eine Rückmeldung kommt, ob da nochmal was gemacht werden muss oder nicht. Hab eigentlich jemand mit Wärmebildkamera reingeschickt. Oh oh, hier ist es noch zu heiß. Wo denn? Bist genauso ein Verrückter wie ich, läuft hier ohne Atemschutz durch die Gegend. Das Bett wahrscheinlich noch. Ich hoffe, da kommt jetzt schon jemand reingerannt wieder. Ich sehe es leider nicht. Können wir auch durchgucken. Ist auch ein Spalt unter der Tür. Oh Mann. Wieder was entdeckt. Achso, dich wollte ich ja wegschicken. Dich brauche ich ja nicht mehr.
Genauso wie den Rettungswagen, den brauchen wir nicht. Außer ich kipp jetzt gleich rum, weil ich im Rauch stehe. Okay, da drin glüht es auch noch. Also haben wir noch mindestens zwei Stellen, die ein bisschen heiß sind. Habe aber das Gefühl, es kommt niemand mehr hoch zum Löschen. Und es kommt... Doch, da kommt jemand. Okay, da wird aufgebrochen. Alles klar. Irgendwie kann man bei jeder Tür unten durchgucken. Da ist ein Spalt, da kann man durch die Gebäude durchgucken. Ach ja. Ja, und dein Kollege zum Löschen kommt nicht gleich mit. Das ist auch wieder so eine Sache. Er bricht jetzt auf, dann bricht jetzt das Feuer wieder aus. Und jetzt rennt wahrscheinlich erst unten der Kollege los, um nachzulöschen. In der Zeit bricht er die zweite Stelle auf. Und ja. So, denen sage ich jetzt nochmal, die sollen auch nochmal hier reinkommen. Wo ist der Kollege hingekrabbelt? Hier. Hast du da jetzt... Okay, da brennt es jetzt auch nochmal. Da haben wir auch nochmal Flammen. Okay, Kollege vom TLF kommt aber auch nochmal, sehr gut. Okay, dann können die jetzt nochmal fleißig löschen, die zwei. Die hätten ja auch noch hier oben bleiben können, aber nee, sie müssen ja immer wieder weglaufen und dann wieder hierher. Jetzt bildet sich hier wieder ganz viel Rauch und deswegen gehe ich raus. Die LK könnte theoretisch hier einen Rauchvorhang anbringen, aber es ist komplett unnütz. Weil es bringt eh nichts. Wie ihr seht, der Rauch kommt hier eh nicht raus. Und ob da jetzt so ein Vorhang hängt oder nicht, es macht spielerisch überhaupt nichts aus. Keinerlei Unterschied. Ist komplett wurscht. Deswegen mache ich das nicht. Es hat spielerisch überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur mehr Klickarbeit für mich. Und ja, spare ich mir halt. Krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Okay, der eine Brandherd ist gelöscht. Genau, tu den Rauch mal ein bisschen wegdrängen. So, alles gelöscht. Sieht so aus. Sieht so aus. Brandbekämpfung, Glutnester suchen. Jetzt kann der Kollege mit der Wärmebildkamera wieder angerannt kommen. Jetzt kann der dann wieder reingehen, nochmal alles nachprüfen. Sollte es nochmal brennen, würden die Kollegen gleich nochmal angerannt kommen. Aber normalerweise ist es nicht so. Normalerweise wird einmal aufgebrochen in Notruf und dann kann man eigentlich zusammenpacken und wegfahren. Da fangen wir auch schon mal mit an, mit zusammenpacken. Gruppenführer ist da, der krabbelt jetzt nochmal durch den Rauch durch. Und dann, ja, sind wir eigentlich durch mit dem Einsatz. Abrücken. Und ja. Das war's dann. Das war's dann. So, ich muss gerade mal ganz kurz pausieren. Gleich geht's weiter. So, musste ich gerade noch mal ganz kurz ans Handy gehen. Aber wir sind jetzt eigentlich eh gleich am Folgenende angekommen. Sobald quasi das Okay gegeben wird von dem Kollegen da oben. Aber da sollte normalerweise nichts mehr am Glühen sein. Deswegen renne ich jetzt nicht mehr hoch. Ich würde sagen, wer rennt denn da rum? Wo kommst du denn her? Wo warst du? Na gut. Okay, dann würde ich sagen, sollen alle zusammenpacken. Und ja, dann würde ich auch an dieser Stelle die Folge beenden. Wir haben den Brand bekämpft. Es qualmt noch ein bisschen nach. Und ja, Rettungswagen ist schon auf dem Weg zurück. DLK ist auch schon auf dem Weg zurück, soweit ich weiß. Die restlichen Fahrzeuge packen erst zusammen. Dann geht es nur noch zurück zur Wache und dann war's das, ja. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt an dieser Stelle die Folge. Es passiert nichts mehr. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und über eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich mega freuen, würde mich mega unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.